Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf Hirnsturz und zwar diesmal mit Pandemic Express, einem Spiel, was sich gerade in einer ganz frühen Alpha-Phase, Testphase befindet. 30 Spieler versuchen Zombies zu entkommen und die Zombies müssen die Spieler fangen und jetzt kommen die ersten Zombies herein. Wir müssen uns kurz verstecken, denn am Anfang des Starts, wir sind in einem kleinen U-Bahnhof, spawnen schon Zombies, so jetzt können wir abhauen. Wir versuchen hier zu entkommen und versuchen mit einem Zug aus diesem Gebiet rauszukommen. Das, was ihr hört, sind Zombies spawnen. Jetzt kriegen wir eine Richtung angesagt, in der wir entkommen müssen. Ich hoffe, die Runde geht ein bisschen länger, als dass ich sofort hier sterbe. Wenn ich sterben sollte, also wenn mich ein Zombie frisst, dann spawne ich als Zombie wieder und kann dann selber die Menschen jagen. Deswegen versuche ich mich jetzt gerade mal ein bisschen außerhalb zu halten. Wir versuchen erstmal eine Waffe zu kriegen. Vielleicht liegen hier noch irgendwo Waffen rum. Nee, sieht nicht so aus. Wir müssen verlassene Häuser finden und so weiter, um hier aus diesem Wald rauszukommen. Da hinten seht ihr den Zug. Auf diesen Zug kann man steigen als Mensch. Sich auf dem Zug befindend, setzt er sich in die Bewegung und dann kann man mit dem Zug aus dem Gebiet fahren. Und die Zombies müssen derweil versuchen, einen zu kriegen. So, jetzt haben wir eine Pistole und eine Shotgun genommen. Ich nehme mal, glaube ich, die Shotgun. Wobei, die hat halt nur... Doch, die hat 5 Schuss. Es gibt nur eine mit 3 Schuss. Und jetzt versuchen wir, hier rauszukommen. Die Zombies sieht man als rote Kreise und die weißen Kreise sind praktisch Verbündete. Ich habe jetzt mal ein Ingame-Voice ausgemacht, weil das ist ein einziges Gelaber hier, was ein bisschen schwierig macht für so eine Aufnahme. Normalerweise gibt es hier Ingame-Voice, wo die Leute sich auch so ein bisschen absprechen können, um dann hier aus dem Gebiet rauszukommen. Hier wird schon gekämpft anscheinend. Ah, da ist ein Zombie. Den versuchen wir mal mitzukillen mit ihm hier. Die Zombies haben eine gewisse Lebensspanne, wie wir Menschen auch. Da haben wir einen erwischt. Da ist noch ein Zombie unten im Wasser. Schnell nachladen. Jetzt werde ich gesehen von irgendeinem Zombie. Da oben das Augensymbol, was in der Mitte auftaucht, bedeutet, dass man gesehen wird. Wir können ja auch in unsere Bussen einsteigen. Los, fahr, fahr, fahr. Ich fahre jetzt mit Dantor hier mit und wir versuchen hier ein bisschen Strecke zu machen, Richtung Zug zu kommen. Dass wir auf den Zug steigen und hier aus dem Gebiet rauskommen. Oh Gott. Oh Gott. Das geht nicht gut. Aber da ist der Zug. 132 Meter. Kommen wir aufs Dach? Ja, sehr nice. Ne, man kommt hier nicht durch. Okay, wir laufen. Jetzt zu Fuß und versuche auf den Zug zu kommen. Wie gesagt, wenn wir sterben, ist nicht ganz so schlimm. Wir können trotzdem weiterspielen, dann als Zombie halt. Das ist wie gesagt eine ganz frühe Phase. Derzeit gibt es über den Discord-Entwickler des Entwicklers, Pandemic Express, der Discord-Server, könnt ihr einen Key anfordern und könnt immer an den Tests teilnehmen. Die gehen immer Dienstag, Donnerstag und Samstag. Kann man hier eine Runde Probe spielen. Wie kommen wir hier raus zum Zug? Ich versuche mal hier hochzukommen. Und derzeit ist Donnerstag und ich mache hier die Playtests mit. Kommen wir dem Zug hinterher? Ich hoffe. Im Moment fährt der Zug weg und wir kommen nicht so richtig hinterher. Das ist natürlich ein großer Nachteil jetzt. Weil die Zombies natürlich auch Richtung Zug laufen. Der Körper kommt ja mal weiter weg. Wie sollst du denn hier rauskommen? Zu Fuß. All on board, ja. Ich versuche an Bord zu kommen. Wenn wir die Runde jetzt schon kapeister gehen, spielen wir dann gleich nochmal eine Runde. Oh, da ist einer mit seinem Wagen vorbeigefahren, wie man so gehört hat. Gucken, ob wir hier Richtung Zug kommen. So, ich rutsche jetzt mal hier runter. Können nämlich ordentlich Strecke machen mit dem Gerutsche. Da scheint der Zug zu stehen, das ist schon mal gut. Da sind ordentlich Zombies unterwegs. Da ist der Zug, der fährt in diese Richtung. Wir müssen irgendwie da drauf kommen. Da ist natürlich jetzt ordentlich was los. Ich probiere es jetzt trotzdem. So. Oh nein, nein, haben sie mich erwischt? Nein, ich lebe noch. Aber viel zu weit weg. Schnell nachladen. Warte mal, ich nehme mal die MP. Oh Gott. Vielleicht erwische ich noch ein paar.
Wir haben halt relativ viel Energie und werden durch die Schüsse zurückgedrückt. Nachladen, nachladen, nachladen. Na, hat er mich erwischt? Hat er mich erwischt? Nein, hat er nicht. Okay, raus geht's. Nein, wurde ich von hinten geschlagen? Manchmal weiß man nicht, was passiert in diesem Spiel. Hui, hui, guck, geh weg. Oh, was denn jetzt passiert? Okay. Oh, jetzt bin ich erwischt worden. Eat. So, jetzt sind wir selber ein Zombie. Und können jetzt hier zum Beispiel Fässer aufnehmen. Jetzt steht hier keins, um euch das zu zeigen. Hier ist auf jeden Fall der Zug. Und die Menschen leben noch 4 Stück oben. Man sieht es auch noch. Oben an der, jetzt sind es noch 3. Und der Zug hat noch 90 Meter zu fahren. Also wenn es rein theoretisch die Menschen schaffen würden, hier auf den Zug zu kommen, ich kann euch das mal hier oben zeigen, dann würde der Zug sich in Bewegung setzen. Da. Hier. Das ist der Bereich. Und dann hätten die Menschen eine Chance, hier zu gewinnen. Da ist einer. Oder sie laufen. Da bin ich mir halt sicher, unsicher. Hier gibt es so Punkte, wo man sich als Zombie katapultieren lassen kann. Man hält R und wird praktisch hier auf diese Punkte katapultiert. Da kann man auch mehrere Punkte auf einmal anfahren. Da ist einer 94 Meter entfernt. Ah, die machen es auf jeden Fall ganz gut, die Menschen. Es sind noch 3 Stück immer noch am Leben. Gucken wir mal, ob wir da mitmischen können. Oh. Vielleicht können wir die so ein bisschen cornern. Oh, oh Gott. Oben habe ich noch 2 Herzen, das meinte ich mit ordentlich Leben. Ich versuche mich mal hier ranzuschleichen. Problem ist, dass die Zombies halt so eine Lampenanzeige haben am Gesicht. Also ihr seht ja, dass ich wie so eine Taschenlampe vor mir her trage und das macht es natürlich den Menschen leichter, einen dann entsprechend zu sehen. Shit, I activated it. Das ist komisch, dass jetzt Ingame-Voice anging. War ich nicht vorgesehen. Keine Menschen. Swarm wins. Also, die Zombies oder der Swarm hat gewonnen. Kriegen okay. Ein paar Punkte dazu. Ult activating button shouldn't be the respawn button. Okay. So, jetzt sind wir wieder draußen, sind wieder im Menü des Spiels. Man sieht ja auch hier Version 0.7.2, also es ist relativ eine frühe Version. Und oben Playtest jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag. Wie gesagt, auf den Discord-Server des Entwicklers. Wenn ich dran denke, packe ich den Link in die Videobeschreibung zu dem Discord-Server und dort in den Kanal GetKey mit Ausrufezeichen GetKey könnt ihr euch dann selber einen Key holen. Zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Heute ist der 21.02. Mal gucken, wie lange das geht. Ich mache nochmal eine Runde, damit wir noch einen Eindruck davon haben. Man spawnt nämlich an unterschiedlichen Stellen im Spiel. Und hier kriegt man auch so ein paar Tipps, wie man hier vorgehen kann. Remain inside the safe area. Da ist halt die Frage, ob das auf den Zug bezogen ist oder ob das allgemein ist. So, jetzt sind wir wieder im Bahnhof. Starten als Mensch. Man kann auch direkt als Zombie spawnen, das geht auch. Man kann das in Optionen einstellen, dass man direkt als Zombie loslegt. Ich bin mir nicht sicher, wie das Spiel das macht, wenn keiner Zombie spielen will. Ob dann automatisch jemand zum Zombie gemacht wird. Ich stelle mich hier hinter die Tür. So, jetzt kommen die Spieler rein. Unten sieht man 14 von 30, 15 von 30. Und ich guck mal, dass ich hier die... Follow me, dass ich hier den Ingame-Voice leise mache. So, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Diese Ingame-Hello und so weiter kann man, wenn man T hält, kann man dann hier Hallo sagen oder man sieht Zombies oder I'm empty. Müssen wir den Rest noch muten? Oh, what's up, Mr. Toads? Blitz ist mit dabei. Da gehe ich mal davon aus, dass das Blitz ist. Also der hieß früher Blitzkriegsler. Das ist ein amerikanischer YouTuber, den ich auch selber sehr gerne gucke, weil der auch sehr viele Indie-Games spielt. Aber der wird wahrscheinlich das gleiche gemacht haben und den Ingame-Voice gemutet haben. Gehe ich mal fest davon aus. So, 2 Minuten 25, bis das Spiel startet. Ich gehe davon aus, dass wenn eine Mindestanzahl an Spielern erreicht ist, zählt der Countdown runter. Und wenn wir jetzt wirklich 30 Spieler werden sollten, was im Moment ganz gut klappt, dann startet das Spiel, glaube ich, innerhalb von 20 Sekunden oder 10 Sekunden. Ein Spieler fehlt noch. Ich freue mich, wie die da hochgekommen sind. Ein Spieler fehlt noch. Komm, ein Spieler. Müssen wir nicht 2 Minuten warten hier. Wenn ich mich hier in die Ecke setze, vielleicht sieht mich dann der Zombie nicht. Have you played?
könnte natürlich auch sein, man kann es in Optionen ja mal zeigen, hier in Controls. Man kann das hier umschalten zwischen Zombie und Nicht-Zombie. Ich glaube, es kommt gerade der Hinweis, es könnte sein, dass es nur eine Ansicht ist, wie die Tastenbelegungen sind zwischen den Zombies und den Menschen. Ich frage mich nur, wer dann als Zombie startet. Also, das ist halt... Weil bis jetzt konnte ich am Anfang nicht auswählen, dass ich als Zombie starte. Jetzt müssen wir warten. Okay, und raus hier. So, irgendwo im oberen gab es dann auch mal Waffen. Ah, das ist wieder die gleiche Map. Ja genau, jetzt kommen wir hier wieder raus. Sehr gut. Dann weiß ich ungefähr, wo wir raus können. Hallo. Hallo. Ich bin in Sicht eines Zombies. Ich hoffe, ich schaff's noch bis zum... Oh, ne, ich wollte da noch drauf. Schade, hat er mich nicht gelassen. Wenn man als Zombie spielt, hat man so eine Art Radar. Also wenn man die Menschen anguckt. So, wir haben Munition. Ich glaube, da bleib ich auch. Die Schrotze ist zwar nicht schlecht und zieht wahrscheinlich auch mehr Leben ab. Wir können ja außen noch hoch. Mal gucken, ob wir vielleicht noch eine zusätzliche Schrotze kriegen. Eine Shotgun. So. Okay. Munition scheint es hier nicht mehr zu geben. 50 Schuss. Und wir wechseln hier auf die MG. Und jetzt geht's ab zum Zug. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen beeilen, dass wir hier rauskommen. Was war denn da auf dem Boot? Was ist denn das? Lass mich mal kurz aus dem Wasser raus. Spiel! Spiel! Oh Gott. Okay, wir lassen das. Vielleicht war es auch nur Munition. Ich habe 530 Schuss jetzt für die MG. Wir müssen aber zum Zug kommen. Das ist viel wichtiger. Vielleicht mit dem Fahrzeug ran. Da steht hier irgendwo eins rum. Also spielen, wo Ingame-Voice an ist, ist halt immer schwierig. Ich habe die ganze Zeit mit aktiviertem Ingame-Voice gespielt, weil man sich auch ganz gut absprechen kann. Man könnte jetzt hier so Kryo-Technik hingehen und sagen, hey, lass uns sneaky an den Zug gehen. Und da ist zum Beispiel ein Fahrzeug. Hier kann man gut runterrutschen. Da kriegt man auch richtig gut Geschwindigkeit drauf. So, 199 Meter. Ich hoffe, der Zug fährt jetzt nicht ohne uns los. Nee, wir sind nicht schneller, sind Zombie links von uns. Da ist schon das Auto aufs Dach gedreht. Versuchen wir hier querfeld einzugehen, vielleicht kommen wir dann zum Zug. Escape. Oh nein, ich glaube der Zug fährt. Ja, er entfernt uns nämlich. Entfernt sich nämlich von uns. Fahrzeug wäre jetzt was Gutes. Ah, der hat sich vor dem Zombie versteckt. Wie cool ist das denn bitte? Ich glaube, mit dem Fahrzeug bist du halt so auffällig, ne? Wenn du mit dem Fahrzeug fährst, hast du halt dieses Radio an und dann wissen die Zombies halt sofort, wo du bist. Müssen wir nur hoffen, dass die Menschen auf dem Zug sterben, dass wir hinterherkommen. Der Grill sagt ja immer den höchsten Punkt suchen. Da sieht man auch oben auf dem, bei dem Zug sieht man eine Anzahl. Ich denke mal, das ist die Anzahl der Spieler, die sich gerade auf dem Zug befinden. Boah, der fährt aber schnell, weil sich 9 Spieler drauf befinden. Der macht halt richtig Strecke. Wie soll man denn da hinterherkommen, frage ich mich. Soll man vielleicht doch mit dem Auto fahren, hätte ich doch den Kastenbus nehmen sollen. Sieben Leute, sechs Leute drauf. Humans wins. Okay, also die Spieler sind schon, die sind schon hier durchgefahren und haben den Zug praktisch schon ins Ziel gefahren, weil viele auf dem Zug waren. Also man muss sich halt sammeln und gemeinsam diesen Zug dann abhalten, verteidigen, dass die Zombies da drauf springen und ich hoffe mal, ich kann gleich neu starten. Ach ja, es war jetzt aufregend.
Please wait. Natürlich, wir machen noch eine Runde. Komm. Eine Runde geht noch. Es ist halt die Frage, inwieweit das Spiel auf Dauer interessant bleibt. Also wenn es natürlich mehrere Maps gibt oder andere Hindernisse möglich. Oh Gott, oh Gott. Jetzt seht ihr, warum man hier Stimme macht. Dieser Archman. Ich versuche nur zu muten. So. Das ist halt der Nachteil von Ingame Voice, wenn alles standardmäßig aktiviert ist. So. Noch 4 Plätze frei, die ich muten kann. Komischerweise sind wir jetzt an dem gleichen Punkt gestartet. Eigentlich war es immer so, dass wir an verschiedenen Punkten gestartet sind. Kann man hier eigentlich hoch? Oder wie haben die das da oben reingeschafft? Weiß man nicht. Es ist nämlich vielleicht auch eine gute Idee, hier auf das Dach zu kommen. Um sich dort... Ah, hier vielleicht auf die Kante. Waffen zu besorgen. Nee, das, da hält man nicht fest. Das kann es nicht gewesen sein. Wie ist denn da hochgekommen? Wie sind denn die Leute da oben hingekommen? Ist das Jump'n'Run hier drüber? Vielleicht auf die Uhr. Oh nein, das hat nicht gelangt. Nein. Der erste Sprung ist auch viel zu knapp. Ah, vielleicht da oben erstmal auf die Uhr, genau. Ey, geh mal weg da, ich will da hoch. Hello. Da hat mich einer hochgeboostet. Wenn man geschlagen wird, wird mich auch weggeboostet. Dieser Bomb Jovi, der hat auch schon die ganze Zeit mitgespielt in den Runden davor. Punch me, please. Punch me, please, genau. So, jetzt haben wir alle gemutet. Ich mich auch natürlich in-game. Ne? So, jetzt kommt der erste Zombie. So, wir versuchen die gleiche Taktik, wieder eine Waffe zu besorgen. Oh, hier sind die Zombies schon unterwegs. Aua, aua, die haben mich getroffen. So, gibt's hier nicht eine Waffe irgendwo? Nein. Ich sehe ein rotes Licht hinter mir, das finde ich gar nicht gut. Da ist noch ein Gebäude, da sind aber auch schon zwei drin. Vielleicht bleibt ja irgendwo eine Waffe übrig. Oh, scheiße, sind aber viele. Hier rein. Und hoch. Mama. Okay. Haben wir wenigstens ein paar Schuss. Aber eine MG wäre mir lieber. Okay, ich nehme auch eine Schrotze. Oh, fuck. Fuck. Nein, nein, nein. Okay, raus hier. Okay, punch me. Okay, nur noch ein Herz, das ist ziemlich uncool. Ah, die Schrotze hat den Vorteil, man kann direkt eine ganze Gruppe wegpunchen. Probier ich jetzt mal. Oh nein, sie haben mich. Ich gehe in meinem Stuhl vor und zurück. Okay, dann jagen wir halt Menschen. 15 Menschen zu jagen. Ja, die Schrotze ist wirklich nicht schlecht, weil sie drückt halt eine ganze Gruppe von Spielern zurück. So, er ist tot. Wo ist der Zug? Da unten ist noch jemand. 13 Leute, wo sind denn bitte die 13 Leute hin? Da ist einer. Irgendwo hier ist einer, da vorne. Wo ist der Zug?
Kommt ihr hier vorbei? Geh mal hier hoch. Ja, es ist noch viel Übung. Muss erstmal ins Spiel reinkommen. Also es gibt wenig Erklärungen von Anfang an. Oh Gott. So, jetzt haben wir den auch gemutet. Da ist der Zug da vorne, da sieht man ihn ja. Oder? Nee. Ist das der Zug? Ich frage mich, ob man als Zombie gar nicht den Zug sieht. Was ist denn das hier? Ist das ein Spawn? Stop the train. Da. Okay. Da kommt der Zug. So. Jetzt können wir hier ein paar Fässer werfen. Versuchen, den Zug aufzuhalten. Wir haben nur noch 12 Menschen. Dann rutschen wir hier mal runter. Oh Gott, so weit wollte ich nicht. Jetzt. Oh Gott. Das ist halt das Praktische, als Zombie kannst du halt mit R kannst du dich rauskatapultieren, um dann hier wieder zu spawnen. Dann kommt der Zug hier entlang, wa? Würde ich mal sagen. So, 10 Menschen noch. Da unten ist einer. Ne, ist ein Zombie. Hä? Wieso ist denn der markiert und mit rot? Verstehe ich nicht. Jetzt habe ich meine eigenen Leute. Was sind die Leute, die hier im Streifchenanzug unterwegs sind? Das frage ich mich noch. Oh, durchgefallen, durchgefallen. Nice. Das Spiel braucht auf jeden Fall eine Option, um die... Da ist einer. Oh Gott. Wie hoch kommt der denn? Weil er von den Humans wahrscheinlich zurückgeschleudert wird. Da ist jemand in 436 Meter. Der kommt aber näher. Weil ich glaube, er kann nicht ohne Zug im Ziel oder der Karte entkommen. So ganz klar ist es noch nicht. Aber wie gesagt, das sind so die ersten Runden von dem Spiel. Das wird jetzt, denke ich, noch einige Wochen gehen. Das ist bei den Tiny Build Games eigentlich immer so. Dass wir einige Playtests machen und dann wird das Spiel erst released werden, gehe ich mal davon aus. Da muss man halt auch mal gucken, wie das ist. Inwieweit es Sinn macht halt, dass man hier mal die gleiche Karte hat oder ob es halt noch spezielle Spielmodis gibt oder... Da ist doch einer. Hier ist doch einer. Gehen wir da rüber? Oh Gott, da hab ich... Ja. Man kam rüber. Oh Mist. Ja, und wieder runter. Und wieder runter. Und... Jawohl! Habe ich ihn gefressen? Na, ich habe Enemy-Hit bekommen, also... Okay, jetzt ist er tot. Jetzt wurde er gerade verwandelt. Nee, ist er nicht. Einmal haben wir getroffen, aber er hat anscheinend noch genügend Leben. Der Max. Max. Okay, warte mal. So, wo ist er? Unter uns ist er. Ja. Humans. So, wir sind jetzt noch 4 Menschen noch. Ja, ist ein bisschen schade, dass die Menschen irgendwie so gut gefühlt keine Chance haben, dann auf den Zug zu kommen, wenn praktisch alle Zombies dort sind. Also hier fehlt noch ein bisschen Balancing für meinen Geschmack. Beziehungsweise müsste es halt irgendwie eine Möglichkeit geben, sich dann, keine Ahnung, auf dem Zug zu spawnen oder so aus einer Art. Weil sie laufen jetzt nach vorne und der Zug müsste eigentlich weiterfahren. Passiert aber nicht. Was unten in der Mitte dieses Plus ist, weiß ich auch noch nicht. Also es gibt viele Dinge, mit denen noch unklar sind. Also es müsste halt eine Möglichkeit geben für die Menschen, wenn sie in Unterzahl sind, wie jetzt zu dritt, irgendwie auf den Zug zu kommen, ohne dass hier 200 Zombies auf sie warten. Weil dann kannst du ja direkt aufgeben eigentlich. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, wie das gelöst ist. Ich denke, das ist der richtige one. Hallo? So. Da ist jemand. Der kommt auch hierher, oder? 50 Meter. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Haben wir ihn getroffen? Nein, haben wir nicht.
sind sie? Na, der muss doch immer mal zu kriegen sein. Ja, jetzt war das. Okay, noch einer. Krass, wie manche das schaffen. Von hinten war einer, es war noch ein Mensch und er hat es wirklich geschafft. So, da hat wieder das warm geworden. Also noch ein bisschen Unbalance für meinen Geschmack, aber eine interessante Spielidee. Wie gesagt, dauerhafter Spaß, weiß man nicht so genau, wie das noch wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Ersteindruck von Pandemic Express. Wir sehen uns dann zum nächsten Angezockt wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.